Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Heute ist die liebe Nadja wieder mit dabei. Hi. Denn wir haben uns mal so gedacht, wir haben die Abteilung Stühle, Tische mal ein bisschen umgebaut. Und zwar war uns wichtig auch, dass eigentlich mal wieder Trekkingstühle mehr zum Vorschein kommen. Und ich denke, wir zwei haben das richtig gut hinbekommen. Auf alle Fälle. Und darum haben wir gedacht, die möchten wir heute euch einfach mal zeigen in unserem Megastore in Sulzimoos. Die liebe Nadja kennt sie ja schon. Wir haben ja schon zwei Videos zusammen gemacht. Ja, zwei Stück. Und die leitet ja bei uns Stühle- und Tischeabteilung. Und ja, jetzt haben wir es uns gleich mal so richtig bequem gemacht, Nadja. Was haben wir denn da Tolles? Hier sind wir im Faltsofa vom Brunner, Name Rendezvous. Ist ein bisschen größer wie das Action. Und was auch noch schön ist, wenn man zum Beispiel einen Hund dabei hat, der Hund hätte sogar auch in der Mitte noch Platz. Oder wenn man beim Angeln ist, so wie wir die Couch immer gerne mitnehmen, tun wir gerne hier noch so unsere Pieper rein oder Zeitschriften. Also das Rendezvous kann man eigentlich überall mitnehmen. Und tolle Getränkehalter hat es ja auch. Das hat er auch noch auf jeder Seite. Auch von der Belastbarkeit sind wir auf jeder Seite bei 120 Kilo. Also, naja, da. Wir haben noch ein bisschen Spielraum. Was hat das Tolle eigentlich? Ja, darum zeigt mir ja heute mal Faltstühle, weil viele kennen nur die kompakten, großen Stühle. Ja. Was ja bei den Faltstühlen oder jetzt auch bei dem Faltsofa eigentlich ja das Tolle ist, man zieht es in einem zusammen. Können wir auch gerne mal machen. Ah ja, genau, das zeigen wir euch jetzt mal. Das geht ja wirklich ratzfatz. Ja. Ah, das hat man dann auch noch, dann kann man es umhängen und da kann man es zusammen machen. Und eine Packtasche ist auch noch mit dabei. Ja, das ist ja praktisch. Jetzt ziehen wir es nochmal auseinander. Dann sieht man mal, wie das. Also, ihr seht, Faltstühle oder jetzt hier, wie das Faltsofa ist ja echt super. Immer über Kreuz ist die einfachste Ausführung zum Zusammenklappen. Auch hinter mir habe ich ja die ganzen Faltstühle und ich würde mich freuen, wenn sie einfach mal vorbeischaut bei uns im Shop und sie selber ausprobiert, weil jeder hat einen anderen Geschmack. Dann steigen wir mal mit dem einfachsten ein. Die Moni kommt auch schon. Ich bin heute die Gehilfin. Da haben wir jetzt wirklich einen ganz kleinen Faltstuhl, der hat keine Armlehnen. Da ist nämlich auch das Packmaß wirklich sehr klein und wiegt auch nicht so viel. Und umkippen kann er auch nicht, da das Gestell wirklich so gemacht worden ist, dass er nicht umkippen kann. Also das Packmaß ist ja wirklich klasse. Das den mega. Kann man wirklich einfach umhängen. Eigentlich auch ideal zum Baden mal zu gehen. Festivals, da hast du ja eh nicht viel Platz. Für da ist es perfekt. Okay. Und Preis finde ich eigentlich auch super. 29,95 ist Einsteigerpreis und kann man eigentlich ideal überall mitnehmen. Und unsere Nadja muss jetzt auch mal sagen, ihr seht das hier ganz schön an allen unseren Stühlen. Die hat sie wirklich heuer so eine tolle Mühe gemacht und hat jeden Stuhl hier abgebildet, alle Packmaße eingegeben, Belastbarkeit, Gewicht, also alle Maße. Und das findet ihr wirklich an jedem Stuhl bei uns, ob jetzt Faltstühle oder unsere normalen Campingstühle. Und das finde ich wirklich richtig toll. Da hast du echt richtig, richtig viel Mühe gegeben, für unseren Kunden eigentlich leicht gemacht, dass er eigentlich alles so auf einmal sehen kann. Freut mich, weil ich möchte nur, dass jeder Kunde sich noch einfacher tut und nicht irgendwie groß schwer ablesen muss. So, Gehilfin holt jetzt den zweiten Stuhl. Machen wir so. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die zwei Raptoren. Einmal ein Raptor NG 2.0 und hier einmal den Raptor XL. Der Raptor XL ist für ein bisschen mehr Gewicht, wenn man gerne mehr isst. Oder zum Beispiel hier der Raptor NG 2.0 ist dann so ein bisschen für die Frauen, wenn sie ein bisschen kleiner sind wie der Mann. Merke ich gerne, werden meistens der Kleine oder der Große genommen. Und was ich bei dem Größeren sogar noch ganz gut finde, man könnte zum Beispiel hier noch auf ein bisschen mehr Spannung gehen. Und dann habe ich sogar so eine leichte Unterstützung im Rückenbereich, was ich zum Beispiel jetzt sehr angenehm finde. Und was mir auch auffällt, was ich immer so richtig klasse finde, dass die alle immer so tolle Becherhalter haben, wo ich wirklich dein Getränk abstellen kann. Ja. Und was mir jetzt auch auffällt, also ich kenne ja noch die Trekkingstühle von früher, dass die jetzt richtig stabile Füße unten mit dem breiten Fuß haben, wo richtig stabil dann auch toll stehen. Ja, dadurch passen sie sich natürlich unterschiedlichen Gründen auch besser an.
Genau. Und Gewichtsklasse haben wir wieder 120 Kilo beim Raptor 2.0. Und 150 bei Raptor XL. Ja, perfekt eigentlich. Ja, Nadja, jetzt haben wir ja hier noch eigentlich ein bisschen andere Art von Trekkingstuhl, weil hier sind ja die Rückenlehnen nicht zum Verstellen, also dass ich zurückgehen kann. Ja. Aber der kann das, glaube ich, gell? Der kann es und vor allem auch für viele Leute ist es auch für den Kopfbereich sehr angenehm, weil man hier auch noch den Kopf ein bisschen abstützen kann. Bei den anderen wird es doch ein bisschen schwierig, da muss man so richtig nahe lummeln. Also ich mache jetzt mal einen Test. Zeig mal, wie schön man den auch nach hinten verstellen kann. Oh ja, das ist wirklich bequem. Weil ich hatte früher, ich habe das Campen auch mit Trekkingstühle angefangen, aber das hat mir immer gefehlt, dass ich mir eigentlich anlehnen kann. Ja. Und hier kann ich jetzt einfach zurückgehen. Huh. Dann kannst du eigentlich die Sternschnuppen beobachten. Nee, also wirklich toll. Aber du hast jetzt gerade auch gesagt, da gibt es einen Trick beim Verpacken, ne? Ja, beim Zusammenklappen. Die Rückenlehne muss wirklich komplett nach hinten gestellt sein, weil sonst verhackelt der sich irgendwie beim Zusammenklappen und dann will er nicht. Und ich mache wieder das über Kreuz. Ah, okay. Man sieht sogar schon, dass er etwas Sprung. Und so funktioniert es dann auch wirklich mit dem Zusammenklappen. Ist die Armlehne weiter vorne, werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen. Einfach Rückenlehne nach hinten und dann lässt das hier zusammenklappen. Und Belastbarkeit haben wir wieder 120 Kilo. Also das ist ja wirklich super. Ja. Aber wir haben natürlich auch was für unsere ganz kleinen Camperfreunde. Und Nadja, das glaube ich, das holen wir jetzt auch mal alles hierher und zeigen euch das. Ja, die kleinen Camperfreunde dürfen natürlich auch nicht fehlen, gell? Weil die brauchen ja auch einen tollen Stuhl und dass sie hoch am Tisch sitzen. Ja. Meine Zeit ist ja dabei herum. Also erst wenn ich dann mal Oma werde, dann brauche ich vielleicht sowas wieder. Ja, Nadja, wir haben jetzt hier unterschiedliche Modelle und da bist du natürlich unsere Fachfrau. So, also einmal für wirklich kleine Babys, damit wir uns nicht immer bücken müssen beim Füttern, haben wir hier einmal einen neuen Baby-Equiframe-Stuhl, auch von der Firma Brunner. Das Schöne ist, wir können unser Kind hier dann wirklich gut sichern. Haben hier auch ein Tablett, was wir auch eigentlich komplett weglassen können. Aber wenn wir sie gerade füttern wollen oder so, haben wir hier doch ein schönes Ablagenetz. Hier haben wir noch so Flügelärmchen, damit man noch den Tisch ein bisschen erweitern kann. Ich glaube, die Firma Brunner hat ja da ein ganz spezielles Gestell gemacht für diesen Hochstuhl. Genau, damit, wenn die Kinder noch relativ viel hin und her wackeln, dass sie da nicht direkt gleich umkippen. Toller Stuhl, schöne Farbe. Ja, mal ein bisschen was Freundliches. Und ist auch faltbar, gell? Und ist auch faltbar, ja. Hat wieder auch ein schönes kleines Packmaß. Hier haben wir dann zum Beispiel unsere Kinderstühle so ab 3 bis 6 Jahren. Wichtig ist, dass die Kinder natürlich jetzt nicht viel hin und her schaukeln und schon eher wirklich besser am Tisch hocken können. Wenn es aber sein sollte, kann ich natürlich mein Kind trotzdem hier noch einmal sichern. Habe sogar am Boden die Möglichkeit, den Stuhl zu verankern und ist auch am Ende ein wirklich schöner, schmaler Faltstuhl. Das Schöne ist, wir können alle Ärmchen wegmachen. Wir können auch den Bezug abziehen, können es waschen. Das ist wirklich gar kein Problem. Und ist auch wieder faltbar. Sollen wir das mal zeigen, Nadja? Zeig mal doch vielleicht mal bei deinem Vorderen. Also ich muss hier reindrücken. Die einfach nach unten. Und dann einfach hier. Genau. Zusammen. Und was jetzt auch noch schön ist, damit die Ärmchen nicht so rumflattern, können wir die auch noch schön daran sichern. Ja, also perfekt und eigentlich. Eine Packtasche hat er dann auch wieder mit dabei. Und Belastbarkeit bis 60 Kilo. Perfekt. So, liebe Freistadtfreunde, liebe Nadja, vielen, vielen lieben Dank. Also ihr seht, bei der Nadja seid ihr wirklich in besten Händen. Kommt gern vorbei, testet so einen Stuhl, probiert es dann aus, löchert sie Nadja. Wenn euch natürlich, wenn ihr von weiter weg hier seid, unsere Produkte sind natürlich alle im Online-Shop auch oder in unserem aktuellen Katalog. Und ich finde, die Nadja hat ein Like verdient. Daumen nach oben. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Hat richtig Spaß gemacht. Freut mich immer mitzumachen. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.